So, herzlich willkommen meine Krieg und Grin zurück zu die Elder Scrolls für Oblivion und genau mit diesem Siegelstein verlassen wir dieses Tor, ein weiteres Tor, das 30. Tor, Freunde, 30, 3, also nicht 3, 30, haben wir vernichtet, Freunde. Troll? Ich glaube, da ist gar nichts entkommen. So, laufe ich richtig? Ja. Und ich habe mich natürlich schlau gemacht, Freunde. Selbstverständlich habe ich mich schlau gemacht. Ich weiß nun, was unser nächstes Ziel ist. Es gibt Pfingstrosen auch, aber es gibt 3 Dungeons noch im großen Forst. Boah, ich dachte irgendwie gerade, der zieht die Waffe. Gaston Zurilly. Ich dachte kurz, er zieht die Waffe. Wahnsinn. Du bist nicht mein Pferd. Und eins davon werden wir angreifen. Allerdings erst, wenn wir kurz mal daheim waren und alle Sachen abgelegt haben. So. Das ist übrigens auch so geil, dass wir keinen Schatten haben, gell? Okay. Freunde der Nacht. Let's go. Ich weiß gar nicht, ob wir allzu viel... Ah ja doch, wir haben die ganze Daedra-Rüstung. Ich bin... Ja. Wie? Möge Julianus... Das ist irgendwie mein Daily Groschen, den ich an sie auszahle. So, das muss ich irgendwie tun für meine... Ich hoffe, ich... Dunmerische Seele. Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen... Fände ich nice, mein Freund. Wenn wir den Preis so ganz leicht anpassen könnten. Ihr seid... Sehr schön. Das ist das, wenn ihr mit Persönlichkeit und Handelsgeschick weiter aufsteigt, dann könnt ihr immer minimal am Zeiger drehen. Aber wirklich nur ganz dezent. Daran hab das ist ein gut. Ich hab bloß so das Gefühl, Freunde, dass ich mich zuerst einer kleinen Diebessitzung widmen werde. Junge, haben wir viel Tränke gefunden. Das ist mehr. Aber es ist beste Ware, mein Freund. Das solltest du beachten. Frisch aus den Ebenen von Oblivion. Ja. Ein guter Preis für einen guten Kunden. Ich danke euch. Ich mag ihn, er ist höflich. Er ist höflich. Er ist ein Geschäftsmann, brauchen wir nicht drüber reden, aber er ist nett und... Ja. Damit muss man sich manchmal zufrieden geben. So. Wie wär's mal wieder mit einem Segen? Geil. Boah, ich hol mir schnell den letzten Zauber, Freunde, der uns noch fehlt. Tut euch keinen Zwang an. Ihr wart's nicht, gell? Kommen wir zum. Nee, mit euch bin ich durch. Seht euch vor. War mir ein. Kann ich. Für 26 nehme ich ihn euch ab. Humanoid dominieren. Wiedersehen. So, damit haben wir alle Zauber. Ihr könnt mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber meiner Meinung nach haben wir alle Zauber in Bruma gefunden. Humanoid dominieren bis zur Stufe 9. Das ist eine ziemlich hohe Stufe, glaube ich, oder? Stufe 9.
So, wie ist denn die Lage mit unseren Seelenstein? Oh, okay. Smart von mir. Ist zu wenig. Mei, das ist 20 zu wenig, oder? Nee, hä, bin ich dumm? Das wird schon gehen. Da, das ist nice. Alter, 4 Stäbe des Feuers. So, dann hier noch die alchemistischen Sachen rein. Und dann lesen wir mal wieder ein kleines Büchlein, Freunde. Die Adabal-A, weil ich gar nicht weiß, was da es sein soll. Deswegen widmen wir uns dem. Ja, haben wir auch noch nicht gelesen. Mal gucken. Mal gucken, wie lang ist es? Geht. Geht. Geht, 9 Seiten. Die Adabal-A. Anmerkung des Herausgebers. Traditionell hält man die Adabal-A für die Memoiren von Morihaus, dem Gemahl Alessias, der Sklavenkönigin. Obwohl dies historisch nicht verifiziert werden kann, gehört die Adabal-A gewiss zu den ältesten schriftlichen Überlieferungen aus der frühen ersten Ära. Pelinals Tod. Und im Thronsaal des Weißgoldenen, dessen Boden Blut überströmt war, sprach das abgeschlagene Haupt Pelinals zum geflügelten Stier Morihaus, dem Halbgottliebhaber von Al-Esh, die folgenden Worte. Unsere Feinde haben mich vernichtet und meinen Körper verstreut und versteckt. Der göttlichen Ziele spottend schnitten die Erleiden mich in Achtel, denn sie sind von dieser Zahl besessen. Und der verwirrte Morihaus schnaubte durch seinen Ring und sagte, deine Kreuzzüge gingen über ihre Pläne hinaus, Weißplanke. Doch ich bin ein Stier und daher verwegen in meinem Verstand. Ich glaube, ich würde gehen und unsere Gefangenen mit meinen Hörnern durchbohren, wenn du welche am Leben gelassen hättest. Du bist ruhmreich gewordenes Blut, Onkel, und wirst zurückkehren als Fuchstier oder als Licht. Syroth ist immer noch unser. Darauf sprach Pelinal erneut zum letzten Mal. Hüte dich, Morihaus, hüte dich. Mit der Voraussicht des Todes weiß ich nun, dass mein Feind noch am Leben ist. Bitteres Wissen, das ich mit ins Grab nehme.
Wäre ich doch im Glauben gestorben, dass ich der Sieger wäre, obwohl er bis jenseits der Tore der Nacht verbannt ist, wird er zurückkehren. Sei wachsam, ich kann das Heer der Menschen nicht länger vor Umarils Rache schützen. Alessias Jugend während der Sklavenjahre. Perifs ursprünglicher Stamm ist unbekannt, doch sie wuchs in Sard auf, auch Sardarwa Lied genannt, wohin die Eileiden Menschen aus allen Gebieten jenseits des Nieben trieben. Kothri, Nede, Algema, Menschen von Kriath, obwohl später bekannt wurde, dass diese aus dem Norden gebracht worden waren. Keptu, Menschen von Ge, die schließlich vernichtet wurden, als der ja Blumenkönig Nilichi, einem Insektengott namens Verloren, ein großes Opfer darbrachte. Alharet, Menschen von Ket, andere. Menschen von Ket hatten wir doch hier. Ah nee, von Kriath, okay, sorry. Doch dies war Syroth, das Herz des Imperatum Saliake, wo Menschen keine Freiheit kannten, noch nicht einmal eine Familie zu haben oder außer im Geheimen einen eigenen Namen zu wählen, und so besaßen all diese Bezeichnungen für ihre fremden Herren keinerlei Bedeutung. Menschen wurden eingesetzt, um Steine zu heben und Felder zu entwässern und Tempel und Straßen instand zu halten oder um bei seltsamen Vergnügen zur Folterkunst zu werden, wie in den klagenden Rädern von Windassel und den Eingeweidegärten von Serken oder zu Fleischskulpturen, die es zu jener Zeit überall unter den Sklaven der Eileiden gab. Oder sie wurden, was noch schlimmer war, dem Reich des Feuerkönigs Hadhul übergeben, wo man durch Erzeugung von Drogen durch die Beimischung von Daedrons in lebende Wirtskörper neue Visionen der Qual einatmen konnte und Kinder in Brand gesteckt wurden, um bei Nachttiger zu jagen. Alter, ich dachte immer, die Eileiden wären so eine krasse Hochkultur gewesen. Ist ja geistkrank. Morihaus erklärt Alessias Namen. Dann sprach Morihaus zu ihnen. In euren Erzählungen habt ihr viele Namen für sie. Al-Esh, ein Name, der ihr aus Ehrfurcht gegeben wird und der in Übersetzung Überflüssiges birgt. Die Hohe Hohe, die von dem die vertrauteren Verfälschungen abstammen. Al-Sud, Escher, Alessia. Ihr kennt sie als Paravant, wie sie bei ihrer Krönung genannt wurde. Erste ihrer Art, womit die Götter eine Sterbliche meinten, die der Majestät des Tötens Suchens heilenswürdig war, und woher auch Paraval, Pevesh, Perethu, Perf stammen, sowie in meinem Fall Paravania, denn so nannte ich sie, als wir ein Liebespaar waren. Obwohl sie nun für mich verloren ist, bleibt sie in Sternenlicht gebadet. Erste, Kaiserin, Herrin des Himmels, Königin Uzziroth. Und sie hielten dies für eine gute Antwort und gingen. Ja, fand ich jetzt hier und da ein bisschen zusammenhangslos. Aber okay. Ja, wir dürfen ja, wie gesagt, einfach auch nicht vergessen, dass es einige Übersetzungsfehler gibt. Gut, danke der Nachfrage. Also wir werden jetzt, Freunde, wir werden jetzt nach, wir werden uns jetzt des Hafenviertels... Wir werden uns dem Hafenviertel zuwenden und das Hafenviertel ausräumen. Ich denke nicht, dass es viel zu stehlen gibt. Ich habe auch nicht vor, viel zu stehlen, weil es sind, wie gesagt, die Ärmsten der Ärmsten. Von denen stehlen wir nicht, besonders nicht als Graufuchs, als Schützer des Hafenviertels. Trotzdem will ich sehen, was für Geheimnisse verbergen sich denn dort. Wenn wir das Hafenviertel durchhaben, ich persönlich, da es ja auch kleine Hütten sind, als spekuliere ja drauf, dass wir es in einem Zug durchschaffen. Aber wenn wir es dann durchhaben, fehlen uns nur noch zwei Viertel. Drei Dungeons sind es noch, die nicht questrelevant sind im großen Forst. Und danach muss ich mich einem neuen Gebiet zuwenden. Und da bin ich noch... Habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Ja, entweder hier... Oder hier, das da drüben würde sich natürlich stark anbieten, gell? Und dann den mittleren Bereich, also diesen Bereich hier... Und dann irgendwann hier. Ja, maybe irgendwie so. Und da fragt jemand, ob das Spiel so viel Content bietet. Sag mal, Bruder. Also. Ja. Dieses Spiel bietet unendlich Content, wenn man nicht nur die Hauptquest durchrasselt.
Stoff ist mir zu billig, Freunde. So. Der Leuchtturm. Ist der verschei? Sieh sich einer diese Muskeln an. Der ist offen. Okay, es geht nach unten. Was? Kaiserliche Wache Kaserne? Wie kann ich euch behilflich sein? Ihr müsst hier unten schlafen, Freunde. Falltür zu Leuchtturm? Hi. Ich bin der Leuchtturmwärter Velan Andus. Erzählt weiter. Für die neuen Mitglieder sind es immer Ratten. Ist das eine Aufnahmeprüfung oder sowas? Was? Wiedersehen. Ihr seid der Leuchtturmwächter. Boah, würde ich in einem Leuchtturm ganz unten leben wollen? Was ist los? Guten Tag, Herr. Lasst euch Zeit. Okay, ihn kennen wir schon. Gibt es ein... Geht nur. Ihn noch nicht? Bitte, das ist nicht diese Runde, dass ich nicht lache. Versuchen wir uns mal mit den Wachen hier gut zu stellen, oder? Wenn ihr den Mund aufmacht, ihr... Das, oh nein. Das, ich kann nicht widersprechen. So. Gibt es ein... Geht nur. Versuch, hey. Verzeiht, ich... Bruder, wirklich, kein Stress. Ihr macht mir an. Das ist nicht komisch. Macht euch keinen Stress, es ist alles in Ordnung. Warte, einverstanden. Ich bin bloß Bürger des Hafenviertels und wüsste natürlich gerne, Kaiserreich. Was es hier so gibt. Boah, fuck, das war der falsche Zauber. Oida, das war close. Krass. Seht ihr, wie wir hier schon unsichtbar sind, weil wir im Schatten sind? Also der Leuchtturmwärter wirkt ja relativ unentspannt, muss ich sagen. Also er hetzt ziemlich durch die Gegend. Gut, er hat einen wichtigen Job, das darf man jetzt auch nicht vergessen. Leitfaden von Skingrad, Biografie des Prinzen. Schade, dass man nicht ganz hoch kann. Ja, aber ansonsten... Okay, finde ich spannend. Sie bringen hier die Wachen unter. Oh, Silber. Warum nehme ich Silber? Warum nehme ich Silber für 2 Gold mit? Ich weiß es nicht. Viele Dietriche. Ist gut. Eine Münze von einer Münze. Ja. Vier. Möge Amnu euch segnen. Auch. Auch Amnu. Okay, schauen wir uns das Schiff mal an. Das kennen wir ja schon. Aber maybe kann man noch was klauen. Was haben wir hier? Warenhaus. Hier sind die ganzen Warenhäuser. Ja! Ihr Maybe. Seid hier immer willkommen. Genau, das war ja die Entführung. Ich finde das Hafenviertel tatsächlich eines der spannendsten Viertel, einfach weil es so viel gibt. Ich finde so Hafenviertel, da kann man halt einfach viel entdecken. Ich glaube auch Anvil hat ein Hafenviertel, oder? Wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, sonst nichts. Was kann ich für euch tun? Bitte los schon. Nee, eigentlich nichts. Gehabt euch wohl. Bisschen älter, wa? Ihr seid dem aufgetriebenen Floß jederzeit willkommen. Sehr nett von euch. Bis später. Ich glaube auch, dass ich das Schiff eigentlich schon komplett durchgehauen habe, oder? Also ich glaube nicht, dass es hier noch viel geben wird. Ich hoffe, dass sie mittlerweile die Leichen weggeräumt haben. Wir schauen es jetzt sicherheitshalber nochmal durch, Freunde, aber ich glaube, wir sind hier relativ gut durch. Warte. Ach Gott, jetzt ist da wirklich... Ach komm. Und das bei so einem Schloss. Und es ist... Okay, Freunde. Das Schiff haben wir durch. So. Wenn wir schlafen müssen, wir haben ja zur Not auch das Haus direkt nebenan. Okay. Wir können es probieren. Mal sehen. Ich war in den Warenhäusern echt noch nie drin. Boah, was ist jetzt? Alter, mein Spiel ist abgestürzt. Okay. Ist es nicht vorgesehen vom Spiel, in die Warenhäuser einzudringen? Ist das möglich? Besteht die Möglichkeit? Probier's nochmal. Okay, jetzt geht's einwandfrei. Keine Ahnung. Oh, der Bild ist erst jetzt da. Ja, aber wir haben ja nichts gemacht. Ich habe ja nur geladen. Keine Ahnung, Freunde. Ja? Ich brauchte Geld. Was ist? Daher ging ich zu Karin Deal hat ein schönes Sie Geschäft. Sie gibt euch einen guten Preis für gebrauchte Ausrüstung. Er hat alles Seht für den Zauberbedarf. Seid gegrüßt, Kaiserlicher. Seht euch vor. Weiß irgendwer im Ort Hallo. Mehr über schwere Rüstung? Was sind das für Leute? War mir ein Vergnügen. Lasst euch Zeit. Wenn ihr Auch mehr hier. Über schwere... Ich bin Adanril. Ich bin entmutigt. Ja, so kann man sich auch vorstellen. Für euch selbst. Auf Wiedersehen. War mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. Für euch? Selbstverständlich. Hä, die sagen... Auch ja. Drana Sletro. Ich bin gerade aus Solstheim zurückgekehrt. Junge, war das ein Chaos. Und jetzt habe ich nichts mehr zu tun. Erzählt weiter. Ich habe mich für die Rabenfelskolonie eingetragen. Bin als Arbeiter im Bau dorthin gegangen. Danach bin ich dort geblieben, aber das Geld ging mir aus. Spannend. Lebt wohl. Es wirkt so ein bisschen wie die Skooma-Junkies. Als hätte das Spiel nicht so wirklich vorgesehen, dass man hier nachguckt, was hier drin ist. Ja, aber da hätten sie sich einen mit wem anders anlegen müssen, Freunde. Deswegen bin ich Graufuchs geworden, um am Ende Glaskugeln zu verticken. Woher kommt ihr? Stimmt es wirklich?
Absolut nicht. Keine Ahnung, was die reden. Hallo. Was habt ihr für Neuigkeiten? Ich habe neulich ein paar Schlammkrabben am Wasser. Aber ich werde aus denen auch nicht schlau. Keine Ahnung, was dein Auftrag ist, Freunde. Ich weiß weder, ob sie dort leben, noch ob sie das bewachen sollen. Und irgendwie... Ja gut, das ist das Lagerhaus beim Hafenviertel. Guten Tag. Endlich mal gute Neuigkeiten aus Quatsch. Die letzten Daedra wurden vertrieben. Oh, Otrelos ist ein Anschleichkünstler. Ich habe gehört, dass er stundenlang auf der Stelle stand, nur um... Ach so, bis spät. Lebt wohl. Seid gegrüßt. Was habt ihr für Neuigkeiten? Ich habe gehört, hier wurden neulich ein paar Goblins gesehen. Schreck... Abscheuliche Kreaturen, ich Ciao. Hoffe, ich... Also, was war das denn gerade? Naja, gut, so muss man das vielleicht einfach machen, gell? So. Ja, wenn man, Freunde, wenn man einen Unsichtbarkeitszauber hat, oder? Dann muss man den ja auch verwenden. So. Next one. Ist auch einfach nur ein Warenhaus, Freunde. Einfach nur ein Warenhaus. Das sind, glaube ich, so Dinger, die man bei Storage Wars gewinnt. Hier, die Äpfel liegen auch genau an derselben Stelle. Ihr seht heimtückisch aus. Wer seid Usul ihr? Grogulam. Ich mache Myrina Arano den Hof, also haltet euch von ihr fern. Ich will sie ehelichen. Ist sie nicht im Gefängnis? Wiedersehen. Myvrina Arano? Ist es nicht die wir ins Gefängnis gebracht haben, weil sie uns verraten hat? Also halt die Diebesgilde? Weil sie ein Spitzel war? Das ist halt noch ein echter Kerl. Och, Alter. So, der besucht sie im Gefängnis. Der hält ihr die Treue. Hält ihr die Treue. So. Das ist genau der gleiche Ort. Das ist einfach nur Freunde. Ah, während ich im im Marktviertel sehr, sehr begeistert war von der, also wie individuell die Keller auch waren, so mit ja, an die Händler angepasst, muss ich sagen, dass ich hier schwer enttäuscht bin. Die haben mich eingesperrt ins Lager. Mit dem Ork. Alter, lass mich raus. Ihr seht Heimtyp. Ich bin Damian Magius, Wachmann im Lagerhaus. Ja, du hast mich eingesperrt. Sicherlich. Ist mir egal. Auch ihr. Ihr habt mich eingesperrt, sicherlich. Boah, Wachmann im Lagerhaus, gell? Das ist sein Büro. Boah, und die Piraten räumen wir ja auch noch auf. Nachdem ihr mir gesagt habt, dass man es darf, ist doch wohl klar, dass ich die weghaue. Allesamt sogar. Das ist genau das Gleiche. Die Dinger stehen auch genauso da. Klar, die Inhalte sind anders, weil das zufallsgeneriert ist, aber da die Äpfel liegen an der gleichen... Oh, das ist nicht schön. Es ist einerseits witzig, aber andererseits finde ich es nicht schön, weil
In dem Spiel steckt so viel Liebe zum Detail, was, finde ich, durch solche Aktionen gar nicht dargestellt werden. So, jetzt knacke ich das Schloss noch schnell. Freunde, das kriege ich noch hin, oder? Fehlerlos. Und dann würde ich mich für heute verabschieden. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Uni-Let's Play. Ciao, ciao.